Ah, da. Weißlauf, Winterfeste. Ach so, das. Ja, gut, wir müssen also nach Weißlauf. Ich weiß gerade schon wieder nicht mehr, wie ich die Waffen hervornehme. Naja, so geht's auf jeden Fall. Und mit R wieder weg. Ah, und mit R auch raus. Also ich habe Wölfe gehört. Da ist er schon. War das nur einer? Normalerweise sind die doch nicht alleine unterwegs. Wahrscheinlich sollte man eigentlich auch nicht hier den Weg nehmen. Aber ich bin Wachilles, ich darf alles. Sofern wir hier nicht in den Tod stürzen. Da haben wir Tiere. Ich möchte mal meinen Bogen benutzen. Ah. Ich möchte den erlegen. Bleib stehen. Komm zurück. Hallo? Kommt er jetzt echt nicht zurück? Schade. Na dann halt nicht. Ich glaube, wir sind schon ziemlich nah dran. Was ist denn hier unten? Da unten ist ein Haus. Gehen wir doch mal gucken, wer da wohnt. Das müsste Weißlauf sein, denke ich mal. Wir stecken mal die Waffen weg. Sieht alles ziemlich trostlos hier aus. Mal abgesehen von den Bergen, die immer schön aussehen. Honigbrauerei. Honingbrau! Oh. So, mal gucken, ob hier jemand ist. Kann man da rein? Ja, kann man rein. Gehen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja ein schönes Metbier. Nee, nicht ein Metbier, sondern einfach ein Met natürlich. Würde ich jetzt gerne nehmen. Na, grüß Gott. Willkommen. Ich bin der Besitzer der Honigbräu-Brauerei. Sabjorn, grüß dich. Für Honigbräu wird nur der beste Naturhonig verwendet, nicht dieser Mist vom Gut Golden Was Glanz. habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick Aber darauf. gerne. So, was haben wir denn hier? Salz. Haben wir eigentlich auch noch was zu verkaufen? Nee, nicht wirklich, ne? Schade. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Dann? Naja, was ist denn hier? Kann ich da rein? Oh, da sind ja noch mehr. Guten Tag.
Wenn ihr Met kaufen wollt, sprecht mit Sabion, dem Inhaber. Habe ich schon getan, aber danke. Du siehst auch sehr freundlich aus. Braucht ihr etwas oder seid ihr nur gern den Leuten im Weg, die hart arbeiten? Wenn ihr etwas kaufen möchtet, dann sucht Sabion. Schert euch davon. Der ist aber sehr, sehr sympathisch. Da geht's noch hoch. Stehlen? Nee, wir stehlen nicht. Jedenfalls nicht mit Absicht. Lesen. Okay, dann lesen wir. So, wir haben gelesen. So lese ich Bücher allgemein immer. Ich klappe sie auf und mache sie zu und sage, ich hab's gelesen. So, wir gehen hier wieder raus. Hier gibt's irgendwie nichts für uns. Klar, es gäbe schon, aber wir klauen nicht. Und ich gehe jetzt hier durch, damit dieser ach so sympathische Kerl... Oh, da geht's noch runter. Schlüssel erforderlich. Schade. Willkommen. Ich bin ja, ja, wissen wir bereits. Leider wollte er uns kein Met schenken. Und kaufen will ich ihn nicht. Und wieder Ladebildschirm. Ah, dieses Mal aber ein bisschen schneller. So. Dann gehen wir mal weiter. Komm, wir rennen mal ein bisschen. So, was haben wir denn hier? Da ist wieder irgendein Gebäude. Und liebe Menschen, hoffe ich zumindest. Oh. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Ihr saht nicht so aus, als würdet ihr Hilfe brauchen. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Was ist ein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Also die Gefährten kenne ich schon, aber aus einem anderen Universum. Das klingt nach reiner Zeitverschwendung. Niemand hat euch nach eurer Meinung gefragt. Wenn ihr denkt, dass ihr besser seid als wir, solltet ihr mit Kodlak Weißmähne reden. Dann seht ihr, was einen wahren Krieger ausmacht. Ach, der hat nichts mehr. Schade. So, dann gucken wir mal, wer denn hier noch so ist. Vielleicht gibt's ja noch mehr Riesen. Probieren Sie diesen. Ah, da ist geschlossen. Da sind noch Leute. Mir gehört der Pelagierhof direkt vor der Stadt. Nimriel kümmert sich während meiner Abwesenheit gut um alles. Ihr braucht etwas? Ist ja eine ganz schöne Frau. Bin ich sehr neidisch drum. Ich könnte die drei ja jetzt hinterrücks ermorden. Guten Tag. Soll ich euch mitnehmen? Nein. Oh, ein Pferd. Oh. Schönes Pferd. Ich habe die schnellsten Rosser in ganz Himmelsrand. Ein Kerl wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Wie alt sind eure Pferde? Keines von ihnen ist älter als 9. Und das jüngste ist 6. Das Pferd, das ich im Angebot habe, ist 7 Jahre alt, aber in guter Verfassung. Und es hat viel Temperament. Wir haben ihr den Namen Königin Alfsigre gegeben, oder kurz Ali.
Ihr könnt sie aber nennen, wie ihr wollt, sobald sie euch gehört. Ali. Muhammad wahrscheinlich. Kann ich ein Pferd kaufen? Wahrscheinlich ist es eh viel zu teuer. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Habe ich überhaupt 1000? Dann kommt wieder, wenn ihr die nötige Summe... Na, war klar. Schade. Reitet schnell wie der Wind. Ja, klar. Besonders ohne Pferd. Naja, was soll's. Das ist zu. Guten Tag. Braucht ihr ein Pferd? Dann redet mit meinem Vater, Skulva. Kannst du mir nicht eins schenken? Hätte ja sein können. Jetzt sind die immer noch hier. Also für Krieger sind die ganz schön lahm. Oh. Meine Freundin Maven und ich, ihr habt sie in Rifton doch kennengelernt. Nun, wir kennen unseren Platz in dieser Welt. Und auch den Platz der anderen. Okay. Schön. Der Kerl da oben ist so ganz alleine. Der hat sicher was zu erzählen. Wartet. Ich kenne euch doch. Er begeht einen Fehler. Es ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Ach so. Ihr habt mich gefangen, ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Auch gut. Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren, dann könnt ihr gehen. Bis zum nächsten Mal. Es war eh ein Versehen. Und jetzt bin ich wieder frei von jeder Schuld. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Ja, wem sagst du das? Ich glaube, ich gehe hier einen Weg, den man normalerweise nicht geht. Aber ich komme ja trotzdem wieder zum Haupteingang. Das ist ja das Wichtigste. So. Oh. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Aber ich bin Vachilles. Ich bin der Herr und Meister dieser Welt. Natürlich nicht, aber... Flusswald bittet den Jarl um Beistand. Ich habe Nachricht von Helgen über den Drachenangriff. Ja. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Wir behalten euch im Auge. Dann spiele ich das Spiel einfach nicht mehr. Dann steht ihr einfach die ganze Zeit hier blöd rum und tut gar nichts. So. Mann. Immer dieser Jammerlappen. Und wir haben einen Ladebildschirm. Lalalala. Na los, komm schon. Hallo. Wir würden gerne weiterspielen. Die Agenten des Hochelfischen Bundes werden Talmor genannt. Agenten. Die gab es aber auch schon früh. Ich nehme mir mal ein Nickerchen, bis hier der Ladebildschirm vorbei ist. Oh. Guck mich nicht so an. So. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um... Ja? Ja? Hier sind ganz schön viele Leute. Angesichts eurer... Sollte man meinen, dass ihr zu den kaiserlichen Kundschaftern gehört. In diesem... Ich habe nichts... Ich auch nicht. Ich habe meine Schuld beglichen. Ich nehme mal an, ich muss hier hin. Oh,
Ja. Der lange Winter. Game of Thrones. Oh. Jetzt. Der Ladebildschirmsimulator. Was fangen die beiden schon wieder an? Immer in Bewegung bleiben. Bald kann er nicht mehr. Immer mitten in die Fresse rein. Na los, haut euch die rüber ein. Los, rein da und schiebt. Macht einfach weiter. Ob die sich zu Tode prügeln, wenn wir hier zugucken? Ich glaube nicht. Ihr seid jämmerlich. Azura, verfluche euch. Ich habe leider keine Zeit. So, Wohnquartiere. Überall liegt Essen rum. Aber ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Guten Tag, Herr Weißmähle. Halt die Fresse. Aber ich weiß halt nicht, die Fresse. So einfach mitziehen werden. Ein Fremder betritt unsere Halle. Auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Warum habt ihr euch... Wer sind die Gefährten? Eure Frage wiegt schwerer, als ihr vielleicht denkt, Neuling. Über solche Dinge denken wir unser ganzes Leben lang nach. Der Unterschied zwischen einer edlen Kriegergruppe und einer lausigen Mörderbande ist dünner als die Schneide eines Schwerts. Ich versuche, uns auf dem rechten Pfad zu halten. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Wie die meisten von uns habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge. Doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger Aska fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen. Und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater. All meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre. Das sind die Grundfesten der Gefährten, Junge. Okay, und auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Aus der Politik hält man sich besser heraus. Ich persönlich bevorzuge die direkte Konfrontation. Finde ich gut. Ich würde gerne den Gefährten beitreten. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß... Hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Becken für die, in deren Herzen ein Feuer brennt? Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Ich muss noch viel lernen. Ganz klar.